Dieser neue Stalltrakt ist ein echtes Gemeinschaftswerk aller Mitglieder und Förderer des Reit- und Fahrvereins Friseute. Die Reithalle wurde 1973 gebaut, der Stall musste unbedingt erneuert werden. Ja, finanziell war das ja eine große Herausforderung. Das Geld hatten wir nicht liegen. Und wir haben Gott sei Dank Sponsoren gehabt. Zum Wohle der Schulpferde wurde also umgebaut. Die Schulpferde sind dabei eine eingeschworene und harmonische Gemeinschaft, die täglich mehrstündigen Weidegang genießt. Im Winter dürfen sie sich auf dem Reitplatz tummeln, der dann als Paddock dient. Den Umbau haben die knapp 300 Mitglieder des Vereins mitfinanziert. Das angebotene Programm lässt nichts aus. Wir haben diverse Kooperationsprojekte mit Kindergärten und Schulen, also die einmal die Woche vormittags natürlich dann mit den Kindern hierher kommen. Wir haben ein Kooperationsprojekt mit dem Caritas Alten Eute, die hier mit den behinderten Kindern kommen und am Pferd arbeiten. Wir haben zwei ganz kleine Ponys, Shetties, mit denen wir im Prinzip, das ist so ein bisschen heranführen ans Pferd. Ne? Das geht dann so übers Putzen, zum Führen und dann auch mal draufsitzen. Der Jury gefiel besonders gut die beispielhafte Vereinsarbeit. Zum einen beeindruckte der Mut des Vorstands, die Vereinsanlage zugunsten einer artgerechten Haltung der Schulpferde kostenintensiv umzugestalten und die Mitglieder dabei mit ins Boot zu holen.